Ja, huhu, hier wieder beim Koali. Und wir sind wieder in Innistrad bei Magic the Gathering Rules of the Planeswalker 2015 mit unserem Opferdeck unterwegs. Und letztes Mal haben wir uns den lebenden Toten gestellt. Dieses Mal geht es gegen die verfluchte Existenz. Schauen wir mal. Ein bisschen Werbung. Ist ja gut. Kein Fluff diesmal. Auch nicht. Na gut. Was haben wir hier? Wir haben 5 Mana. Ein Problemlöser. Und das Omen des Verrats. Keine Kreatur. Und was haben wir hier? Was liegt denn da beim Gegner? Verzaubert ein Spieler. Zu Beginn des Versorgungszuges legt dieser Spieler die obersten 2 Karten in der Bibliothek auf den Friedhof. Hä? Okay. Wahrscheinlich wird er den dann retzen oder sowas. Ja, sollen wir das spielen mit den 5 Ländern und den 2 Hexereien bzw. Spartanzaubern? Ich ziehe mal eine neue Hand, weil ohne Kreatur auf der Starthand ist immer scheiße. So, wir haben 2 Länder diesmal nur. 2 Goblins, eine Flugstunde, ein Problemlöser und den Bergsturz-Elementar. Hoffen wir mal, dass wir das dritte Mana ziehen und behalten die Kartenhand. Ah, wir wurden verflucht, okay. Wir mussten 2 wertvolle Kreaturen abschmeißen. Okay. Dieser Fluch liegt jetzt quasi auf uns. Dagegen können wir auch mit unserem Deck nichts machen. Es gibt Decks, die können dagegen was tun, aber wir nicht. Das heißt, wir müssen versuchen, möglichst fix hier ein bisschen Schaden auszuteilen. Und spielen direkt mal unseren Goblin Brandstifter, weil der ist ein Goblin und der ist ein Brandstifter. Mit großer Macht kommt auch das große Risiko, getötet zu werden. Wo er recht hat, hat er recht, der kleine Gobbo. So, unser Gegner sucht sich ein Land heraus aus seiner Bibliothek und bringt es getappt ins Spiel. Wir müssen wieder Karten abschmeißen. Ein Land und Krenkos Befehl. Tut uns natürlich weh mit dem Land. So, dann werden wir erstmal mit unserem Brandstifter angreifen. Und den zweiten Brandstifter ins Spiel bringen. Der Gegner sucht sich wieder ein Land und spielt anscheinend auch blau. Was uns jetzt nicht großartig überrascht, weil das ja auch blau ist. Wir haben wieder ein Land abschmeißen müssen. Ja, langsam wird das eklig. Wir können nämlich ab sofort nichts mehr spielen, außer der Flugstunde, die jetzt nicht so prickelnd ist gerade. Wir brauchen dringend ein drittes Land. Aber gut, der Gegner hat auch noch nichts draußen, außer mit diesem komischen Fluch. Und wir machen munter Schaden. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. Solange er keine Kreaturen spielt, ist mir das relativ egal. So, er zieht wieder ein Land. Kämpfen kann er nicht, er hat keine Kreaturen und auch, spielt auch weiter keine Kreaturen. Wir schmeißen wieder ab, aber diesmal können wir ein Land ziehen. Wieder Gregors Befehl abgeworfen. Und jetzt haben wir genug Mana, um den Bergsturz-Elementar zu spielen. Und wir greifen natürlich mit den Gobos an. Also bei 3 Mana und 1 davon blau ist natürlich immer so eine Sache. Das riecht immer auch ein bisschen nach einem Cancel, also nach einem Abbrechenzauber, der unsere Zaubersprüche neutralisieren kann. Aber der Gegner spielt für 2, verzaubert wieder.
uns oder sich. Ja, wahrscheinlich uns. Und immer wenn eine Kreatur dem verzauberten Spieler Kampfschaden zufügt, lege eine +1/+1 Marke auf diese Kreatur. Okay. Gut, dass er noch keine Kreatur hat. So, wir ziehen wieder ein Land. Sehr gut. Noch zwei, dann können wir die zauberbrechenden Teufel spielen. Aber das dauert noch. Ja. Und wir greifen an. Mit allem, was wir da so haben. Für 3 mickrige Schaden, aber... Klein Vieh macht ja auch Mist. Und wir führen momentan auch mit 8. Was mir momentan mehr Sorgen macht, ist in der Tat unsere niedrige Anzahl an Karten, die wir noch im Deck haben, im Vergleich zu ihm. Da verzaubert er uns wieder. Alle Kreaturen, die der verzauberte Spieler kontrolliert, greifen in jedem Zug an. Okay, das ist nicht so sonderlich cool. Aber momentan auch egal. Er hat nämlich immer noch keine Kreatur draußen. Wir schmeißen wieder ab. Und da kommt die Blutflussexpertin. Sehr gut. Die spielen wir auch mal direkt. Und alle unsere Kreaturen müssen ja jetzt angreifen. Wenn er jetzt eine Kreatur hätte, eine coole zum Blocken, dann wäre das natürlich gut für ihn. Schauen wir mal, ob er noch eine kriegt. Momentan gehen wir hier durch wie das warme Messer durch die Butter. Die ganzen Flüche interessieren mich eigentlich momentan nicht so sonderlich. Er spielt nichts. Okay. Wir ziehen noch einen Problemlöser. So, wenn er nichts spielt, dann kriegt er jetzt gleich 4 Schaden. Ah, er kommt. Tappe eine Kreatur deiner Wahl. Sie enttappt nicht während des nächsten Enttapp-Segments. Wen hättest du denn gerne? Den da. Okay. Der Rest greift an. Da waren es nur noch 6 Lebenspunkte, mein Freund. Wird Zeit, dass du eine Kreatur spielst. Na, was kommt da? Ein Land. Und? Aha. Okkultist aus Seelhof. Immer wenn der Okkultist aus Seelhof oder eine andere Kreatur stirbt, lege ein Spieler der Wahl die oberste Karte seiner Bibliothek auf den Friedhof. Und es ist eine 2-3 Kreatur. Boah. Und er verzaubert uns nochmal, dass die Kreaturen stärker werden, wenn sie uns Schaden machen. Ja. Unser Elementar enttappt ja nicht, leider. Wir spielen noch ein Mana, was wir gerade gezogen haben. Dadurch kommt aus dem Friedhof... Komm, oh, perfekt. Kommen unsere Blutschauder aus dem Friedhof. Und die haben jetzt sogar Eile, weil unser Gegner unter 10 Lebenspunkte hat. Perfekt, die können also sofort angreifen. So, jetzt habe ich die Wahl. Ich könnte jetzt auch den Blocker, den er hat, sofort entfernen. Das mache ich eigentlich auch mal, weil dann haben wir gewonnen. Wir müssen dann zwar eine Karte abschmeißen, aber das ist uns egal. So, weil... Jetzt geht's einfach rund, denn wir greifen jetzt in allem an. Müssen wir ja durch unseren Fluch, der auf uns lastet. Wir machen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schaden. Und gewinnen das Spiel. Tja, das ging relativ simpel. Tja, wenn man keine Kreaturen hat, dann helfen einem auch die besten Flüche nichts. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder mit dem dritten Story-Spiel. Tschüss.